Liebe Wohnmobilfreunde, einen guten Morgen, jetzt am 24. Januar 2019. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist gestern Aisha gestorben. Und jetzt bin ich auf dem Weg, den ich täglich morgens und abends gelaufen bin, mit ihr, wenn ich bei Heike stationiert bin oder war. Ja, wie war das gestern Morgen? War so, ich war mit Wohnmobil unterwegs zu Klaus Hühnerkopf und wir haben ja übernachtet noch an einem Waldstück und am anderen Morgen, respektive gestern Morgen, bin ich aufgewacht und dann vorne einen Kaffee getrunken und dann ist es wie immer so, meine Lady, die Aisha, die hat länger geschlafen und blieb dann im Bett und dann, wenn sie nach vorne kommen will, dann legt sie sich mittig aufs Bett und schaut nach vorne. Und wenn ich dann irgendwann mal nach hinten schaue, dann bemerke ich, dass er schon wach ist und nach vorne kommen will. Ich habe sie geholt, habe sie auf dem Beifahrersitz gesessen, wie immer alles. Dann hatte ich die Medikamente für sie vorbereitet. Sie hatte ja eine Herzschwäche und bekam darum auch Herztabletten. Die habe ich natürlich immer in die Würstli gesteckt und dann hat sie schon das Rasseln vom Papier der Würstli oder von der Verpackung gehört und kam dann sofort zu mir. Ich habe ihr dann die Würstli verabreicht und sie, wie immer, alles so runterschnatzen, gar nicht genießen, sie beißt nicht, sondern alles wird runtergeschluckt und dann hatte sie plötzlich da ein Schlucken, wo ich da dachte, warum schluckst du immer alles so runter, beiß doch mal das Zeugs, aber habe mir dann nichts mehr gedacht. Dann ist sie nach vorne in ihr Körbchen und hat dort, wie ich später gesehen, da alles wieder rausgelassen und auch Urin, oder sie hat da dann ins Dings gepisst. Und dann kam sie vor und während dem Laufen hat sie ebenfalls Wasser verloren und da wusste ich, jetzt könnte es soweit sein. Sie ist dann nur noch so ganz schwach im Kreis rumgelaufen, hat sich dann hingelegt und da wusste ich, jetzt ist fertig, da kannst du nichts mehr machen. Und sie ist dann eingeschlafen auf dem Teppich im Badezimmer. Und dann, das war ein Schock für mich. Obwohl ich wusste ja, dass es irgendwann soweit sein wird. Aber das war zum Heulen, echt zum Heulen. Dann habe ich den Klaus Hühnerkopf angerufen. Ich war ja nur etwa 20 oder 30 Kilometer davon entfernt. Bin dann dahin gefahren und habe ihm, er kam dann auch ins Wohnmobil, hat da schon angeschaut und hat dann sofort veranlasst, dass ein kleiner Sarg gebaut wurde. Er meinte, für Aisha muss es standesgemäß sein, es muss mit Gogurtholz sein. Und die haben das Kistchen da schön gemacht und ich konnte dann die Aisha da mit ihrem Bettchen hineinlegen und habe sie dann mit dem Fiat sofort nach Hause gefahren, nach Leinzell. In der Zwischenzeit hat Heike einen Bagger bestellt, der dann rasch ein Loch macht. Und dann habe ich die Aisha da in der Kiste ins Grab gelegt. Dann hat man es zugemacht. Und das war so gedacht, dass ich, wenn ich bei Heike bin, zum Büro rausschaue, dass ich dann aufs Grab sehe. Und an dieser Stelle möchte ich dem Klaus danken. Er hat das sofort in die Wege geleitet und hat mich auch getröstet. Also der Klaus, dir vielen Dank. Für Heike und Dario war es auch ein Schock. Und gestern war ein Tag der Trauer. Mir tut es jetzt noch weh, fühle mich irgendwie leer und denke,
wie es denn sein sollte, wenn ich wieder losfahre und allein unterwegs bin. Es haben mich schon Leute gefragt, ob ich wieder einen Hund kaufe. Ich weiß es noch nicht, aber ich muss sagen, die Aisha hat mir so viel gegeben, das ist unbezahlbar. Und wenn ich denke, ohne Aisha gehe ich ja nicht mehr raus, ich werde ja nicht mehr laufen, weil ich irgendwie zu faul bin. Und wegen der Aisha bin ich immer wieder rausgegangen und habe so viel gesehen in der Natur, was ich sonst nicht sehen würde. Und das macht mir irgendwie Angst. Und da muss ich schauen, wie das in nächster Zeit dann sein wird. Dieses Filmchen mache ich für euch, liebe Wurmerklick-Freunde, weil ihr ja ganz genau wisst, Markus und Aisha, die gehören zusammen und waren das, ich sage jetzt, Dreamteam von Wurmerklick. Und ich hoffe, ihr habt sie auch ein bisschen im Herzen. Sie war ein ganz, ganz lieber Hund, der am 1. April 2019 14 Jahre alt geworden wäre. Ich habe sie 13,5 Jahre an meiner Seite gehabt und habe jetzt was verloren. Ja, verloren ist vielleicht falsch. Ich habe sie einfach jetzt nur noch im Herzen. Also, Aisha, schlaf in Ruhe und wir sehen uns.